Mein Name ist Jan und ich reselle seit 3 Jahren limitierte Sneaker. In meinen Videos seht ihr Live-Cops, Tutorials und vieles mehr. Für weiteren Support folgt meiner Cookgroup Venom Cooks und Venom Supply. Like dieses Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Herzlich willkommen zu dem Einführungsvideo von Venom Script, eines unserer größten Projekte, die wir je hatten. Das Script ist eine Erweiterung, die automatisiert über den Browser Sneaker und Alternative-Produkte wie zum Beispiel Grafikkarten auscheckt. Derzeit supporten wir Snipes, Soulbox, Zalando, Smith Toys und wir arbeiten derzeit hart an vielen verschiedenen Seiten. In diesem Video zeige ich euch, wie das Produkt funktioniert und wie ihr das bestmögliche Setup erreichen könnt. Als allererstes empfehlen wir euch, entweder Chrome oder Opera zu downloaden. Nachdem ihr das Script entpackt habt, geht ihr in euren Browser und gebt ein Chrome Extensions oder Opera Extensions. Wenn ihr den Entwicklermodus noch nicht aktiviert habt, dann aktiviert ihn und zieht ganz einfach das Script hier rein. Wenn das Script in eurem Browser geladen ist, dann geht auf Erweiterungen und fixiert das Script. Jetzt gebt ihr nur noch euren Key ein und drückt auf Login. Hier seht ihr die verschiedenen Seiten. Hier gebt ihr euer Profil ein mit Kreditkarte, dem Discord Webhook und dann auf anschließend Save drücken. Hier habt ihr den Preload-Modus für Snipe Soulbox und hier könnt ihr euch ausloggen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Snipe spotten möchtet, dann aktiviert ihr erstmal das Modul, geht auf den Hybrid-Modus und wählt entweder eure Size aus oder nehmt die normale Random Size. Wenn ihr möchtet, dass das Script sich automatisch einloggt, dann schiebt den Regler nach rechts und gebt hier eure Daten ein. Wenn ihr alles bei Snipes ausgefüllt habt, dann geht ihr zur Profilseite und gebt hier euren Profilnamen ein, den Last Name, die Adresse, die Hausnummer, die Postleitzahl, eure Stadt, euer Land, eure Gmail, eure Phone-Nummer und hier ist es ganz wichtig, die Phone-Nummer soll mit einer 0 anfangen und nicht mit dem Ländercode. Hier gebt ihr dann eure Kreditkarteninformationen ein, den Monat, das Jahr vierstellig, die CVV und euren Discord-Webhook. Dann drückt ihr nur noch auf Save und euer Profil ist gespeichert. Bei Snipes braucht ihr den Hybrid-Mode während dem Drop, wenn die Bot-Protection an ist und den Request-Mode, wenn die Bot-Protection aus ist. Jetzt geht ihr nur noch auf einen Schuh. Ihr seht, der Bot hat sich automatisch eingeloggt. Jetzt drücke ich auf den Schuh. Im Hybrid-Modus muss selbst gekartet werden. Ihr drückt auf in den Warenkorb und der Bot checkt für euch aus. Soulbox und Snipes sind, was das Setup angeht, identisch. Ihr aktiviert das Modul, geht auf den Hybrid-Modus, wählt eine Größe aus oder Random Size, macht Auto-Login on, sprich er loggt sich dann selbstständig ein. Dann geht ihr nur noch auf den Schuh, kartet den und der Bot checkt selbstständig aus. Smith Toys funktioniert ähnlich. Ihr drückt auf Activate Module, habt den Restock-Mode on, den Delay könnt ihr hier einstellen und die Bezahlmethode mache ich in dem Beispiel PayPal. Seid euch sicher, dass ihr vorher eingeloggt seid, dann geht ihr nur noch auf ein Produkt und der Bot macht alles selber. Zalando funktioniert auch ähnlich, ihr aktiviert das Modul, macht den Restock-Mode an, Random Size an oder ihr wählt eben eine Größe aus. Dann eben die Bezahlmethode, da könnt ihr zwischen denen auswählen. Account Default heißt, er benutzt die Bezahlmethode im Account. In dem Beispiel benutze ich PayPal. Login, da gebt ihr eure Login-Daten ein. Alternativ loggt ihr euch einfach im Account selber ein, aber ihr müsst im Account eingeloggt sein mit einem Cardable Account. Jetzt wählen wir nur noch ein Produkt aus und er checkt von selber aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich glaube, ich habe euch doch einen guten Einblick geben können, was das Venom Script überhaupt ist. Wir haben schon bei vielen Hype-Releases gekoppt und das Produkt funktioniert einfach so gut. Da sind wir so stolz drauf. Nochmal Shoutout an Felix, den Developer, OG und an Rob, an alle, die dort mitgearbeitet haben. Wir haben das Produkt quasi in 2 Monaten einfach aus dem Boden gestampft und es ist wirklich sehr krass, was wir da geschaffen haben eigentlich. Derzeit sind wir noch in der Beta-Phase. Das heißt, Leute, die den Beta-Key haben dürfen, umsonst testen, bis wir dann eben die Beta-Phase verlassen. Wir verlassen die Beta-Phase, wenn wir hundertprozentig mit dem Produkt zufrieden sind, dass wir sagen, wir können launchen, dass wir sagen, okay, das Produkt ist so gut, dass wir dafür eine Zahlung verlangen können. Das wird in den nächsten Wochen bis Monaten passieren. Wenn ihr einen Beta-Key möchtet, dann seht ihr oben eingeblendet jetzt 5 Beta-Keys. Good luck, die sind nur einmal aktivierbar. Falls ihr jetzt keinen Beta-Key bekommen habt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, auf Twitter bei Giveaways mitzumachen oder ihr könnt bei Groupbys mitmachen. Wir zum Beispiel in Random Cooks bieten auch ein Groupbuy für das Script an. Dort einfach aktiv sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video.